aktuellen Rennrad-News der letzten Tage und was ich davon am wichtigsten finde. Beziehungsweise auch ein bisschen kurios. Und dann fangen wir gleich mal damit an, dass das Team Ineos und Oakley ihre Partnerschaft beendet haben und Ineos wahrscheinlich einen neuen Sonnenbrillensponsor bekommen wird. Das bedeutet, dass Geraint Thomas seine jetzt schon legendäre ältere Brille, die über 12 Jahre hat, nicht mehr aufsetzen kann, was für Kommentatoren nicht ganz so schön ist, denn dadurch konnte man immer leicht erkennen und wusste, wer Geraint Thomas ist. Vielleicht wird er trotzdem eine ähnlich aussehende Brille tragen, dann wird das für die meisten nicht so schwer sein. Kommen wir aber zu den richtig interessanten Nachrichten. Dass zum einen mal Miguel Angel Lopez von Astana freigestellt worden ist. Er soll Kontakte zu dem Arzt Dr. Marcos Manjar gehabt haben, der beschuldigt wird, Drogen und Dopingmittel geschmuggelt zu haben. Miguel Angel Lopez wurde deswegen auch in Spanien vor ein paar Wochen verhaftet, aber wieder freigelassen nach einer Vernehmung. Jedenfalls wurde er jetzt von Astana freigestellt bzw. entlassen. Lopez beteuert seine Unschuld mit dem altbekannten Zitat von Armstrong: I have never tested positive. Ich wurde niemals positiv getestet. Ich weiß nicht, ob das die beste Aussage ist, wenn es um Doping geht. Lopez will auf jeden Fall gegen die Entlassung rechtlich vorgehen, um wieder zurück ins Team zu kommen. Kommen wir zum deutschen Team Bora Hansgrohe. Und da wurde bekannt gegeben, wer zur Tour und zur Giro fährt. Zur Giro soll Vlasov und Lennart Kemner fahren. Lennart Kemner, der bei der Giro dann 26 Jahre alt ist, will zum ersten Mal aufs Gesamtklassement fahren. Er war ja als Etappensieger bei in Ausreißergruppen sehr stark und galt als einer der besten Ausreißer der letzten Jahre. Ob er es schafft, aufs Klassement zu fahren und wie er das macht, das werden wir sehen. Ich halte von Lennart Kemner sehr viel und finde seinen Fahrstil sehr interessant und sehr cool. Vlasov soll aber trotzdem Kapitän sein. Vlasov war Anfang des Jahres extrem stark in einwöchigen Etappenrennen und hat ein gutes Finish. Zu Giro muss man noch dazu sagen, Konkurrenz wird nächstes Jahr deutlich stärker sein als letztes Jahr mit Geraint Thomas und Remco Evenepoel. Bei der Tour soll Hindley Kapitän sein. Das hat er sich natürlich auch verdient durch seinen Giro-Sieg und er soll als Edelhelfer Emanuel Buchmann bekommen, der aber trotzdem eigene Ambitionen haben soll. Man weiß ja, dass Buchmann schon ein paar Mal gesagt hat, dass sein Ziel ist, bei einer Grand Tour aufs Podium zu kommen. Bei der Tour de France 2019 hat er es nur knapp nicht geschafft, da ist er Vierter geworden. Die letzten Jahre hat er ein bisschen Pech und die Konkurrenz ist auch etwas stärker geworden. Innerhalb und außerhalb des eigenen Teams. Bora strebt mit Hindley eine Podiumsplatzierung an. Das wird auf jeden Fall sehr schwer. Für ihn spricht, dass es wenige Zeitfahrkilometer gibt. Aber es ist klar, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar und Primoz Roglic, wenn die alle drei ins Ziel kommen, wird es natürlich sehr schwer, irgendwie aufs Podium zu kommen. Deswegen muss man hoffen, dass es einer nicht schafft, um die Chancen zu haben, der Beste vom Rest zu werden. Auch muss man so sehen, dass ein Platz 3 bei der Tour de France für die Werbepartner natürlich deutlich interessanter ist als ein Sieg der Giro, denn die öffentliche Wahrnehmung der Tour de France ist deutlich höher als die der Giro oder der Vuelta. Und dann kommen wir noch zu Mark Cavendish, dem Sprinter von der Isle of Man, der nächstes Jahr natürlich als großes Ziel hat, den 35. Tour de France Sieg. Durch das Ende von B&B Hotels hat er kein Team und man fragt sich, wo er hinkommt. Mehrere Teams, wo vermutet wurde, dass Cavendish hingehen würde, haben gesagt, dass sie keinen weiteren Fahrer mehr aufnehmen. Jetzt gibt es natürlich neue Vermutungen, dadurch, dass Astana Lopez entlassen hat und natürlich jetzt ohne starken Klassementfahrer zur Tour de France fahren würde, da würde ein Sprinter dann Sinn machen. Mich wundert, dass er noch kein Team gefunden hat. Der Manager von Mark Cavendish hätte bei den ersten Gerüchten, dass B&B Hotels Probleme hat, Sponsoren zu finden, sich um eine Alternative kümmern sollen. Warum das nicht passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es spannend zu sehen, wo Mark Cavendish jetzt doch hinwechselt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war ein kurzer Überblick über die neuesten Nachrichten in der Radsportwelt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.